Ja, willkommen zu dem neuen Video. Mir ist jetzt die Tage die Birne hier oben drin kaputt gegangen für die Beleuchtung. Die möchte ich jetzt austauschen. Dazu schrauben wir einmal den Griff ab vom Schalter. Dann mit einem kleinen Schraubenzieher hier unten rein. Dann das Ganze rausholen. Vorsicht, dass ihr euch die Blende nicht zu sau macht. Die Schraube habe ich jetzt schon mal abmontiert. Ich muss jetzt den anderen Schalter von den Nebelscheinwerfer auch noch demontieren. Der geht genauso ab wie auf der Seite, einfach abschrauben. Dann die Blende genauso wie auf dieser Seite einmal demontieren. Ja, dann hier auch die Schraube einfach abschrauben oder rausschrauben. Das ist eine 15er Torx. Die sitzt hier hinten. Darauf achten, dass euch die nicht nach unten reinfällt. Am besten verwendet eine Zange und holt sie euch mit raus. Oder ich habe jetzt einen Finger genommen. Dann muss ich noch hier oben vom Tacho die beiden Torx-Schrauben abmontieren. Das sind auch nochmal 15er Torx. Da kann ich einfach nur den Kopf so nehmen und das abschrauben. Bei mir gehen die ganz leicht runter. In manchen Fällen kann man auch hier sich so ein flexibles Schraubenzieher verwenden, da das dann vielleicht einfacher geht. Den Tacho dann hier oben mit den Fingern einfach mal so nach vorne rausziehen. Dann lässt sich die Blende auch schon mit nach vorne ziehen. Nur mal ein bisschen dran wackeln. Dann geht die auch schon raus. Nur mal gucken, wo sie jetzt hängt. So, und dann sehen wir hier den Schalter und hier oben die Birne. Da habe ich schon mal eine LED reingebaut gehabt. Die leuchtet mir aber zu hell. Da kommt das orange Licht nicht so zur Geltung, wie ich es haben möchte. Am besten versuchen, den Tacho jetzt mal nach vorne rauszuschieben. Dann kann man da hinten schön reinlangen und die Fassung rausholen. Ich werde es jetzt mal abstecken und hier ist nochmal die Fassung, da kann man das dann die Birne so reinsetzen. Jetzt habe ich da schon mal eine LED dran gelötet gehabt, die ist mir aber zu hell. Ich werde jetzt eine orange dran löten, dass das wieder so orange leuchtet, wie es vorher war. Jetzt leuchtet es weiß, das ist nicht so schön. Ja, jetzt werde ich die Fassung, halt die Birne ablöten und dann eine orange LED einlöten. Und dann genauso wieder zurückbauen, wie ich es ausgebaut habe. Jo, gehen wir mal nach innen und dann löten wir das mal so um auf eine LED. Dann kann ich euch das zeigen, wie das noch funktioniert. So, jetzt sind wir ja natürlich oben angekommen. Ich habe jetzt schon mal die alte LED abgelötet. Und ich zeige euch jetzt mal das Gehäuse, jetzt, wie das aussieht. Also ursprünglich sieht das so aus. Da ist die Birne natürlich vorne drin. Die ist aber natürlich jetzt rausgemacht worden. Ich habe die einfach mit der Zange zusammengekriegt. Drückt und dann ist sie kaputt gegangen. Vorsicht dabei, dass euch nichts ins Auge fliegt. Am besten eine Schutzbrille oder weggucken. Ja, dann werde ich das hier jetzt aufschneiden. Das habe ich jetzt schon mal bei dem anderen so gemacht. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Also ihr müsst hier einmal halbieren, um dass ihr an die Kontakte innen kommt. Ja, so sieht es dann aus, wenn ich die Halterung für diese Fassung auseinandergenommen habe. Es stört nicht, dass man dieses jetzt halbiert hat, obwohl ich jetzt hier die Halterung für das Licht im Fahrzeug an diesem Schalter dann dran ist. Wenn man das dann ordentlich mit Isolierband umwickelt, hält das in dieser Halterung auch einwandfrei. Man kann sich zur Not auch, wie ich jetzt hier gemacht habe, ich finde es jetzt gerade nicht, das Gegenstück dann aufheben, wenn man es rausschneidet und dann später draufkleben. Funktioniert auch. Ja, ihr müsst darauf achten, wenn ihr LEDs einlötet, dass die auf 12 Volt Basis funktionieren. Ihr müsst auch gucken, bevor ihr das ausbaut, wo ist eure 12 Volt Leitung, wo ist eure Masseleitung, um das dann auch richtig anzulöten, weil LEDs funktionieren nur in eine Richtung. Ja, und dann fangen wir gleich mal an, die LED anzulöten und dann geht es auch schon los. Ja, bevor ihr die LED da anlötet, natürlich erstmal hier die
LED selber. Ich will jetzt die orange, weil diese in der Beleuchtung vom BMW ist ja orange. Oder wenn ihr eine andere Farbe habt, dann nehmt ihr halt diese Farbe, was ihr gerade an der Farbe umgerüstet habt. Weiß war es vorher. Ich dachte, dass durch diese orange Beschichtung von diesem Blättchen, wo man dieses Licht durchscheinen sieht, funktioniert. Aber diese LED ist eine kaltweiße LED, die ist zu hell, um ja, die leuchtet einfach zu hell und dann wird es nicht mehr orange, sondern eher weiß. Das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich das jetzt so gemacht, habe mir eine orange LED genommen und werde es jetzt so umlöten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo jetzt Plus und Minus von der LED ist, es gibt auch im Internet nachzugucken, wo jetzt Plus Minus ist. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Also diese Seite ist auf jeden Fall Minus und die andere Seite, wo jetzt nicht dieses rausstehende Stück da ist, ist Plus von einer LED. Ja, und dann müssen wir da jetzt das erstmal abknipsen, hier an den Widerstand anlöten. Um euch sicher zu sein, ob die LED funktioniert, haltet ihr an dem Pluspol der LED und ein Widerstand, der auf 12 Volt Basis funktioniert, dann haltet ihr das an die Batterie ran, wo ihr gerade zur Verfügung, ich habe hier gerade eine stehen, dann an die Masseleitung der LED und sie leuchtet. Jo. Eine LED ist meist auf 3 Volt, wenn ihr eine 3 Volt Blockbatterie da habt, dann könnt ihr das auch so testen, ohne Widerstand, aber ich habe jetzt nur eine 12 Volt da, deswegen mit 12 Volt Widerstand. Ja, dann könnt man das hier abknipsen. Ungefähr auf der Höhe, so in dem Bereich, knipsen wir das mal ab. Dann löten wir diese LED einfach mal hier an. Ist dann an dem Widerstand alles, wo dann benetzt ist mit Lötzinn, angelötet. Dann schneiden wir uns den Massepol von der LED noch zurecht, wie das sitzen soll. Den können wir dann hier absetzen. Um da jetzt keinen Kurzschluss zu verursachen, habe ich mir jetzt so ein Stück Schrumpfschlauch genommen. Das setze ich mir jetzt hier ab. Schiebe es da vorher drüber. Es kann passieren, dass jetzt beim Löten das vielleicht schon zusammenschmilzt. Aber das ist ja dann nicht mehr wirklich so schlimm. Ist ja dann auf jeden Fall schon mal geschützt, sag ich mal, vor Kurzschluss. Jetzt werden wir hier dann mal kurz einen Punkt anlöten. Ja, so schnell ist es dann angelötet. Jetzt werde ich diesen Schrumpfschlauch noch mit einem Feuerzeug dann verschrumpfen. Dann werde ich noch hier diesen Schutz darüber ziehen. Für die LED, wie gesagt, werde ich jetzt, bevor ich diesen Schutz drauf mache, nochmal komplett einen Schrumpfschlauch drüber setzen. Da werde ich mir aber etwas größeren holen, der wo vielleicht bis hierhin da funktioniert. Wie gesagt, habe ich den Schrumpfschlauch jetzt mittels Feuerzeug verschrumpft, so dass er halt auch an diesem Metall richtig sitzt. Jetzt habe ich gesagt, dass ich hier noch einen größeren Schrumpfschlauch drüber setze. Da habe ich mir jetzt mal was besorgt. Und das werde ich jetzt hier noch drüber setzen. Muss ich mal kurz gucken, wie viel ich abschneiden muss. Ungefähr so viel. Dann nehmen wir uns eine ganz normale Haushaltsschere oder hier Nagelschere, schneiden das ab, setzen eventuell noch diesen kleinen Schutz oder dieses abgeschnittene Teil drüber, was ich schon mal erwähnt habe. Das setzen wir einfach mit drüber. Das verschrumpfen wir dann mit gleichzeitig, um da jetzt dann später auch noch dann vielleicht noch mehr Griffigkeit reinzubekommen, wieder, dass man es wieder an den Schalter richtig positionieren kann. Dann habe ich gesagt, setze ich das noch drauf für die LED. Dann werde ich das jetzt so weit vorschieben, dass die LED mit verdeckt wird. Dann nehmen wir uns ein Sturmfeuerzeug, habe ich jetzt. Werde ich aber jetzt hier erstmal mit der Zange halten, dass ich mich verbrenne. Das wäre wahrscheinlich nicht so gesund. Dann setzen wir uns das hier mal ab. Passt bitte auf, dass ihr nicht so arg das erhitzt, dass das euch wieder wegschmilzt. So, und jetzt so sieht das ganze gute Stück aus. Habt das jetzt schön alles isoliert.
Und jetzt werde ich es wieder so zurückbauen ins Fahrzeug, wie ich es ausgebaut habe. Und dann wünsche ich euch dann noch viel Spaß beim selbst ausprobieren, nachmachen. Und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, sowas zu machen, als sich jetzt die Birne für 12 oder 15 Euro zu kaufen. Was kostet so eine LED? Eigentlich fast gar nichts, sage ich mal in dem Sinn. Die kostet vielleicht 3, 4 Cent, wenn überhaupt, oder vielleicht 1, 2 Euro. Und dann hier, muss man halt sich dann noch ein bisschen hinsetzen und diese Fummelarbeit machen. Aber ich denke mal, das lohnt sich schon. In dem Sinn, Servus Leute und bis zum nächsten Mal.